Und damit herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, ich begrüße euch recht herzlich. Und wenn man gegen Greuther Fürth als Drittliga-Aufsteiger eine Chance haben möchte, ausweist, dann vielleicht jetzt, denn Greuther Fürth steckt derbe in der Krise. Die letzten, glaube ich, 6 Spiele alle nicht gewinnen können. Wir hingegen aus den letzten 5 Spielen, meine Lieben, ich habe es mal zusammengerechnet, 11 Punkte aus, also in den letzten 5 Spielen 11 Punkte der möglichen 15 mitgenommen. Also 5 Spiele nicht mehr verloren und hier gleich die erste Möglichkeit. Mitzheimer, bitte Junge. Oh. Oh. Unglaublich, oder? Also, wir können Fürth schlagen und ich bin ganz im Gegenteil wie zuletzt nicht so defensiv aufgelaufen, nur mit einem Sechser, den guten Wiemann. Denn Panewitz geht da jetzt in der Winterpause weg. Wir sind ja schon im 17. Spieltag. Und ja, die Hinrunde endet heute mit diesem Spiel. Und wenn wir heute hier einen Punkt mitnehmen würden gegen so einen starken Gegner wie Greuther Fürth. Vorsicht hier, Jungs. Vorsicht, Priebnöte. Oh. Zimmer da drauf, mein lieber Schieber. Ja, wäre das eine ganz, ganz große Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Punkt hier auswärts in Fürth. Fürth ist ja absoluter Aufstiegskandidat, ganz klar. Und wir als ja, Drittliga-Aufsteiger mehr oder weniger Underdog. Und bisher aber schlagen wir uns richtig gut. Und jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, meine Lieben. Wir sind nicht nur hier, um Hallo zu sagen, sondern wir wollen auch Punkte mitnehmen. Also, gucken wir mal, wie es wird. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Unsere stärkste Elf steht auch auf dem Platz. Hier natürlich gleich Lati, der momentan ein sehr, sehr hohes ja, Formhoch hat. Der hat schon eine Hochhausform. So. Meine Güte. Ich bin auch eigentlich richtig froh drüber, wie gut das Let's Play bei euch ankommt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mal ein bisschen durchgeschaut, die letzten Folgen, die so gelaufen sind. Wir gehen ja jetzt schon steil auf Folge 50 zu. Das müsste vielleicht sogar schon Folge 50 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, ist halb so wild. Ich habe heute Abend nichts zu tun, deswegen wird FM12 gespielt. Und natürlich nehme ich euch wieder mit. Wir starten hier direkt mit diesem Spiel. Und dann gehen wir noch rein in die Winterpause, meine Lieben. Und ich werde mal schauen, was ich so aufbereiten kann und werde euch dann ein paar Transfers zur möglichen Auswahl geben. Das wird alles jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Lati wird da gefoult. Arschloch. Hier, Wiemann. Der Vorteil. Lass doch pfeifen. Laufen, du Pfeife. Scheiße. Mann. Aber gut, Lati, das ist eine gute Freistoßposition. Wenn er aber gerade gefoult worden ist, ist er natürlich ein bisschen stinkig. Und hier stimmen. Lati? Ah, Mist, voll in die Mauer. Kostal. Ja, auch nicht so gut in der letzten Saison gewesen oder in der Hinrunde gewesen, muss man dazu sagen. Wir würden ja ganz gerne noch jemand richtig Frisches nehmen. Semmer! Semmer, auf Mintal. Oh, weggefaustet. Vom Torwart. Torwart, der Vierte. Heute habe ich so wieder ein bisschen Kaugulasch. Da fällt das Kommentieren dann ein bisschen schwieriger, meine Lieben. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Langen. Das ist Prieb. Der scheint richtig stark zu sein. Genauso wie Nöte. Der hat einen Schuss wie so ein Pferd, Mann. Pelzer. Super. Auf Soma. Soma ist doch eigentlich richtig gut eingeschlagen. Ich weiß gar nicht, warum der so schlecht bewertet worden ist. Sehr schönes Doppelpassspiel an der Stelle zwischen Wiemann und dem guten Pertl auf der linken Seite. Fällt mir richtig gut. Wir werden auch aus der zweiten Mannschaft noch den einen oder anderen Spieler hochholen. Da haben wir ein paar verkaufen können. Ich bin ja ganz gespannt, wie unser Gehaltsbudget aussieht. Semmer, oh meine Güte, das wird doch wieder so ein... Ah, was tut er denn? Das ist sowas, was ich meine. Der geht doch einfach weiter. Geh doch einfach weiter, wenn Mintal nicht hinterherkommt. Er war auch eben langsam. Langen lässt sich da den Ball ablaufen. Unglaublich, aber sehr schön. Lati steht sehr defensiv. Ja, wir spielen ja auch auf Konter. Jetzt Mintal. Macht das gut hier mit Semmer. Der kann doch mal rüberspielen. Klasse. Aber er schießt einfach mal drauf. Aber da lässt sich natürlich grün von Fürth nicht aus der Reserve locken. Na gut. Wir gucken mal weiter, wie weitergeht. Nerik. Über Nöte. Oh, der rutscht da rein. Meine Güte. Lati. Auf Pertl. Mann. Ja, wir versuchen es wieder mit langen, weiten Bällen nach vorne. Wurde ja auch von euch vorgeschlagen, dass wir einfach ein bisschen riskanter spielen sollen. Einfach den Ball lang und weit nach vorne drücken. Ich muss dazu sagen, ich möchte aber im Laufe dieser Trainerkarriere hier bei Rostock auch ein bisschen Spielaufbau, ein bisschen Spielkultur
natürlich pflegen und versuchen auch das in die Taktik mit einfließen zu lassen. Wir spielen einen guten Fußball, ein 4-4-2 wurde auch bereits vorgeschlagen, möchte ich aber erstmal ein bisschen auf Distanz gehen, ist nicht so mein Favorit. Ich mag so mehr ein bisschen die, ja, das Rautenförmige, ne? Das finde ich einfach ein bisschen, ja, fördert ein bisschen mehr den Spielfluss und gibt auch die Möglichkeit, starke Mittelfeldakteure zu entwickeln, die eben im offensiven, zentralen sowie im defensiven Mittelfeld in dieser Hauptachse, gerade im Mittelfeld spielen können. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass man dort jemanden Erfahrenen dann nach und nach integriert, aufbaut und dann verkauft, um Kohle zu kriegen, meine Lieben. Das ist ja eben die Problematik, die viele Vereine haben. Oh, jetzt hier Nöte. Vorsicht. Oh, Lanik. Super. Super, Junge. Ganz stark. Gute Aktion von ihm. Und wieder wirft er sich da in den Ball. Super Aktion. Gibt natürlich wieder Bestnoten, so wie das aussieht, für Lanik an der Stelle. Mein Gedanke werde ich natürlich, denke ich mal, nach der Halbzeitpause zu Ende führen. Zur Thematik Kohle und sportlichen Ambitionen. Oh, hier, Sarah. Vorsicht, Nerik. Oh, sehr schön. Schießt ans Außennetz. Das sieht ja auch aus. Der da vorne aussieht wie eine Klobürste. Das ist der Nerik. So, schauen wir mal. Müller, weiter abschlagen. Macht er ja auch eine super Entwicklung. Aber das sind wir ja von unseren Torwartmännern bereits gewöhnt. Oh, ich habe auch bereits einen Agenten beauftragt, der den guten Hanel, unseren zweiten Torwart, mal einen Verein sucht, damit wir sein Gehalt auch aus unseren Büchern rausbekommen. Oh, hier sah er nicht so gut aus, der Müller, aber hat den Ball natürlich. Und auch sicherlich, auch wenn es jetzt eben ein bisschen ungeschickt aussah, aber er hat ihn nicht nach vorne abgeschlagen und das ist dann auch schon die höhere Torwartschule. Okay, wir gehen mal in die Halbzeit, meine Lieben. Gucken uns das Ganze an, wie sind denn hier die Zwischenergebnisse? Halbzeit 1-0, Cottbus, Union Berlin führt gegen Cottbus, sehr schön, 1860 führt vor Aachen. Die Eintracht 2-0 vor Karlsruhe, ja, ist zu erwarten. Mit wem habe ich denn dieses Gespräch gehabt über die über den Realitätsgrad der Ergebnisse? Und da habe ich ja schon gesagt, ich finde das gar nicht so unrealistisch, was hier abläuft in der zweiten Liga aktuell. Wenn man mal sieht, wie formstark unsere Spieler sind durch die letzten Ergebnisse der letzten 5 Spieltage, da können wir auf jeden Fall aufbauen. Die Frage ist, wie gehen wir weiter vor? Unsere Offensive schwächelt ein wenig. Motivieren wir an der Stelle mal ein bisschen, gerade so das Mittelfeld, aber auch den guten Wiemann, der einen guten Job macht. Im weiteren Verlauf, wenn wir jetzt kein Tor schießen sollten, was uns ja eigentlich immer schwerfällt, in der zweiten Halbzeit sowieso, Müller mit einer 1,5, sehr gut, werden wir den guten Panewitz noch bringen, der als zweiter Sechser eben reinkommt. Den schauen wir gerade eben, den könnten wir einwechseln. Wer sieht relativ schwach aus? Läuft noch richtig gut, der Semmer müsste dann raus, zwangsläufig, da mit 2 Spitzen über 90 Minuten, dafür ist unsere Mannschaft noch nicht so, noch nicht so stabil. Und da hoffen wir mal, dass das, im Laufe der Zeit etwas besser wird. Okay, jetzt hier, Jennecke. Okay, Nöte wieder. Merik da vorne, die Klobürste. Vorsicht. Und hier Wiemann. Sehr schön auf Flati. Aber der kriegt den Ball nicht. Zu mental gespielt. Verliert ihn dort im Mittelfeld. Und das macht Flati aber jetzt sehr schön. Geht hinterher, geht mit zurück. Der Pass von Mintal landet nicht bei Semmer. Und somit wieder führt mit der Chance. Wiemann. Vorsicht. Tyrala. Pelzer muss jetzt den Raum da vorne eng machen. Darf ihn nicht zu flanken. Gibt gleich gelb. 51 Minuten gespielt. Ja, mein lieber Pelzer. Kapitän. Und ja, muss auch mal bringen. Muss auch mal ein bisschen, ich sag mal dazu, aggressiv Leader, ne? Aggressiv Leader. Ein Typ wie ein Bommel. So muss das sein. Sehr schön. Vorsicht. Müller, rausgefaustet. Super. Jennecke, weiter. Das ist kein Abseits. Das ist kein Abseits. Semmer, kriegt er den Ball rein? Ich weiß es nicht. Oh, bitte, bitte, mach ihn rein. Mach doch keinen Scheiß. Was ist denn los? Ja, das ist die Führung. Auswärts gegen Fürth. Dino Semmer hier. Was für ein megamäßiger Konter. Leute, Rudi freut sich auch. Klatscht ganz verhalten, aber im Inneren kocht er wie ein Vulkan. Ach, Wahnsinn. Super. Semmer hier mit der 1-0-Führung. 55. Minute. Das ist für mich
Ausschlaggebende Zeitpunkt, jetzt die ganz, ganz wichtige. Ihr werdet mich jetzt natürlich beuteln, aber ich sag euch, Mintal geht runter. Für ihn kommt der gute Pannewitz ins defensive Mittelfeld. Das müssen wir jetzt verteidigen, das müssen wir jetzt halten, koste was es wolle. Mintal wird natürlich stinksauer sein, ist ja gar nicht gewöhnt als Stammspieler, aber bei uns ist jeder auswechselbar. Semmer bleibt so. Alles klar, Pressing in der eigenen Hälfte. Wir gehen noch kurz in die Anweisungen rein, in den Teamvergleich. Hier werden wir das eben schnell festlegen. Und zwar, wie man packt sich Nöte. Nöte. Pertl packt sich Nerik. Und dann sieht es schon richtig schwierig aus, wenn Jennicke noch den guten Sararia sich nimmt, dann sieht es schwierig aus. Dann können sie nur noch aus der Defensive kommen. Und da, denke ich mal, macht Pannewitz den Raum einfach eng. Ganz starke Sache, ganz starke Sache. Oh, meine Güte, liebe Leute, meine Güte. Könnten wir wirklich diesen Aufwärtstrend mitnehmen, dann wäre hier wirklich, dann ist wirklich hier die Hölle los. Dann ist wirklich die Hölle los, ganz stark. Pertl, Mintal, 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 Junge. Oh, Pfosten, Pfosten. Nein, wenn er den reingemacht hätte, das wäre schon so eine Vorentscheidung in der 60. Minute. Er ist aber auch in der... im Abschluss teilweise so ein bisschen, wie soll ich sagen, genügsam. Macht nicht jeden rein, lässt dem Gegner nochmal eine Chance. Hier fällt er sich die rote Karte ein, der Fürstner. Meine Güte, habe ich gar nicht gewusst, dass der schon eine gelbe hatte. Habe ich gar nicht genau hingeguckt. Jetzt führt sogar noch mit einem Mann weniger. Das ist für uns jetzt die ganz, ganz große Chance, das Ding hier nach Hause zu fahren. Ich habe anfangs gesagt, zum Beginn dieses Spiels, wenn man gegen Fürth eine Chance haben will, dann ist jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison der richtige Zeitpunkt. Oh, hier Costa, Junge, mach keinen Scheiß, Überzahlsituation führt nun, obwohl sie, oh Gott, Gold wert, Soma, Gold wert, ganz stark, und zurück, Jungs, und zurück, kommt, lasst euch jetzt nicht hier aus der Reserve locken, und die nächste gelbe Karte, für wen, Pannewitz gleich, nee, Wiemann, oh, Vorsicht, wenn wir einen Sechser verlieren sollten, ist es ganz, ganz gefährlich. Leute, macht jetzt nicht so offensiv, bleibt hinten. Kann ich denn nicht noch ein bisschen Mannschaftsansagen machen? Manager, Zwischenrufe, alles klar. Ich würde sagen, langer Ball angreifen, Vorsicht, Müller. Ja, nimmt den Ball ganz sicher. Super, alles klar. Befreiungsschlag geht. Flankenwechsel ins Ausspielen, Flanke, Schuss, Vorstoß, nö. Wir lassen das so laufen. Wir lassen das so laufen. Ich schaue mal, wie es weitergeht. Pertl könnte mal die Flanke... Könnte noch ein Stückchen gehen. Hatte oben auf der linken Seite richtig viel Platz. Aber das ist das Gefährliche. Das ist das Gefährliche jetzt. Jetzt Lati. Super. Super Aufsämmer. Oh, wird gefoult. Das ist aussichtsreich. Das ist eine richtige gute Position. Müsste natürlich noch eine gelbe Karte geben. Gibt's nicht. Lati. Lati. Oh. Aber ging aufs Tor. Sehr schön.